Hallo, kleine Menschheit. Hier nochmal eine kurze Trailerversion zu diesem langen, über dreistündigen Video, das ich gemacht habe. Ja, ich habe da einfach ein paar Sachen gesagt. Aber dann, das ist vielleicht für viele ein bisschen langatmig gewesen, aber dann wird's kurzweilig hinten raus. Und zwar, wenn ich Recht habe und erfolgreich sein werde, dann habe ich ein paar Aussagen gemacht. Und zwar, Moment, was war's drin? Dass einfach nochmal ganz klar ist, ich suche nicht auf normale Weise einen Erfolg in der Öffentlichkeit. Also zum Beispiel, was weiß ich, ein Politiker, der hängt Wahlplakate auf, bemüht sich, sympathisch zu wirken und Stimmen zusammen, einfach Anhänger zu finden und so weiter. Das ist alles nicht mein Weg. Für mich steht fest, dass ich unter normalen Umständen nie einen Erfolg in der Öffentlichkeit haben kann. Das ist bei mir, ich habe das total verinnerlicht, dass das für mich ausgeschlossen ist, in diesen Dimensionen, wie ich es mir vorstelle, einen Erfolg in der Öffentlichkeit zu haben. Für irgendeine Position oder was, geschweige denn Weltführer. Das kann, also ich habe das total verinnerlicht, dass das nur auf wundersame Weise, wenn Gott dahinter steht, auf so eine Weise praktisch. Und ich habe ja das mit dem Josefs Thema, das ist in dem langen Video auch wieder mal ausführlich behandelt, das mache ich nicht hier jetzt nochmal. Also, das heißt, ich sehe das völlig unabhängig. Versteht ihr? Ich habe gar nichts zu sagen, ob ich mal Weltführer werde oder nicht. Das kommt überhaupt auf eine Idiotengesellschaft gar nicht an. Das ist, wenn ihr dafür seid, okay. Wenn ihr dagegen seid, ist scheißegal. Also ich fühle mich total unabhängig von Menschen bei diesem Thema. Ja, das. Euch kommt es gar nicht an. Das heißt, nicht, dass es, wenn man sagt, auf euch kommt es gar nicht an, dann könnte man denken, das ist wie beim Diktator. Aber so ist das. Wieso ist denn hier Aufnahme angehalten? Achso. Komische Wasser, komische Anzeige. Also, dass das wie beim Diktator ist, nein, so ist das nicht gemeint. Natürlich schön, alles Demokratie. Aber ob mir eure Herzen zufliegen, das ist einfach, ihr seid da gar nicht irgendwie, versteht ihr, ihr seid zu dumm dazu. Ihr seid einfach als Gesellschaft total zu dumm und für die Demokratie und für alles eigentlich. Und wenn es einfach Gott gewählt, dann werde ich euch so sympathisch sein, dass ihr mir nachläuft, was weiß ich, wie die jungen Weiber eines, so ein Typ aus einer Boyband, selbst wenn ich 80 wäre. Da seid ihr völlig wie Luft, ob ich euch jetzt sympathisch, ich werde euch einfach sympathisch sein und scheiß drauf. Wie gesagt, ihr seid da gar nicht relevant für das Thema. Also ich in meinem Denken spielt nur eine Rolle, ob Gott dahinter steht, hinter diesen Ideen oder nicht. Ja. Und wenn es tut, dann wird mir nichts im Wege stehen können. Ja, und dann sage ich ganz klar, um das auch noch auf die Spitze zu treiben, dass ich überhaupt drauf scheiße, euch sympathisch zu sein, sage ich mal. Also,
Nee, ich bin ja sympathisch, aber ich brauche mich nicht auch noch bemühen, extra sympathisch zu sein, weil ich bin sympathisch. Wenn ihr zu blöd seid, seid ihr eben zu blöd, aber ich werde mich nicht auf den Kopf stellen, um euch jetzt speziell sympathisch zu sein. Wenn ihr unsympathisch bin, dann nur, weil ihr Idioten seid. Also, und wenn Gott hinter mir steht, dann werdet ihr eben aufwachen und merken, ah, das ist ja super sympathisch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gebe einen Scheiß drauf, mich irgendwie um eure Sympathie zu bemühen, um eure Unterstützung und so weiter. Ich gehe meinen Weg. Ja. Und und was ich dann eben in diesem, ich will einfach da auf diesen unterhaltsamen Teil dieses langen Videos hinweisen. Ich habe dann die Menschheit noch gewarnt. Wenn die Zeit, ich lasse es ja offen, ich hab nicht einen Wahn, dass ich jetzt 100% sicher, dass ich der Weltführer sein werde und so weiter, alles Quatsch, nee. Ich lasse es offen, aber wenn Gott hinter mir stehen würde eines Tages, und ich erfolgreich wäre in großem Maßstab, dann will ich es einfach euch nochmal ganz unterhaltsam erklären, wie ich es dann auf die Spitze treiben werde. Ich werde dann, anstatt mich zu bemühen und zu sagen, ja, lasst mich doch auch mitspielen, ja, und lasst mich doch auch ein bisschen ein Ämtchen bei euch bekleiden oder irgendwas, dann versteht ihr, ich erinnere immer wieder an die Situation, als der biblische Josef aus dem Gefängnis kam und der Pharao und seine Minister den Josef gebeten haben oder sich den Josef als ihren obersten Führer, als sie den Josef zu ihrem obersten Führer gemacht haben und sich ihm unterworfen haben. Ja, der Pharao hat gesagt zu Josef, ich bleibe der Pharao, also zum Beispiel der Herr über das Militär und so weiter. Aber was für eine Politik gemacht wird, wie Ägypten regiert wird, was für Ägypten gut ist, das soll einzig und allein der Josef entscheiden. Also die haben dem Josef das ägyptische Weltreich zu Füßen gelegt. Sei du unser, wie gesagt, der Pharao wollte eben nicht, dass der Josef ihn dann absetzen kann, seinen ganzen Harem ficken und den Pharao vielleicht noch ins Gefängnis stecken. Also so Sachen hat sich der Pharao Sorgen gemacht. Aber das Regieren des Weltreichs Ägypten wurde einem Josef praktisch zu Füßen gelegt, der am Morgen noch als Sklave im Gefängnis war. Als verurteilter Sklave im Gefängnis ist er morgens aufgewacht und abends ist er als der Herrscher eines Weltreichs in sein Bettelein gegangen. Als Herrscher eines Weltreichs. Als absoluter Herrscher, dem der Pharao und seine Minister ihr Weltreich zu Füßen gelegt haben. Ja, so, das war die Karriere des Josefs. Also, und damit sage ich immer, auf so etwas warte ich seit 30 Jahren. Ist das nicht verrückt? Und wenn ich dem Ganzen nahe kommen würde, und das ist das Unterhaltsame, ich kündige es euch einfach vorher schon an, wenn ich dem nahe kommen würde, dann würde ich versteht ihr, ich könnte ja dann einfach,
so irgendwie, wie soll man denn sagen? Ja, ich sage immer mal, aber das Gegenteil von allem, was ihr euch vorstellen könnt, werde ich machen. Ich werde euch erstmal erpressen, dass ich das gar nicht annehme. Wenn ich da, ne, andersrum, dass ich es nur unter bestimmten Bedingungen annehme. Und zwar, und jetzt kommt das Unterhaltsame in diesem langen Video. Ich habe gesagt, und da habe ich es mir vielleicht falsch ausgedrückt, ihr habt es auf die ganze Welt ausgedehnt. Erscheint mir jetzt, vielleicht, das muss man noch überlegen, aber für Deutschland auf jeden Fall. Ich werde von euch verlangen, jetzt passt gut auf, sowas habt ihr noch nie gehört, dass alle Institutionen, alles, wo Macht hat, also angefangen bei den Politikern, aber auch die gesamte Justiz, die Gerichte, die Medien, die Weltkonzerne, die Kirchen, dass sie, und jetzt pass auf, dass sie ihre Gebäude und ihre Denkmäler, also in Berlin zum Beispiel das Brandenburger Tor und der Bundestag, aber auch die Landratsämter, die Gerichtsgebäude, die Medienhäuser, aber auch die Universitäten, versteht ihr? Mit Scheiße, sie müssen es auf meinen Befehl mit Scheiße beschmieren. Die Gerichte, versteht ihr, die Gerichtsgebäude müssen, die Gerichtssäle müssen mit Scheiße beschmiert werden. Der Bundestag muss mit Scheiße beschmiert werden. Alles, was diesen Staat ausmacht, was dieser Staat, wo dieser Staat seine Seriosität daran festmacht, muss mit Scheiße beschmiert werden. Die Universitäten müssen mit Scheiße beschmiert werden. Versteht ihr? Ein Staat, der Sachen macht mit diese Transgender-Gesetze, die Männer zu Frauen machen und Frauen zu Männern und der ganze Klimaschutz-Irrsinn. Ich habe viele Beispiele gemacht für den Irrsinn, wie die Verrückten so weit sind, dass sie die Sonne verdunkeln wollen wegen dem CO2, weil die Erde sich erwärmt, was alles völliger Blödsinn ist. Das CO2 ist überhaupt nicht schädlich. Das sind alles verrückte Lügen. Die ganze Wissenschaft ist ideologisiert. Die Firmen, die Weltkonzerne machen diesen Blödsinn mit. Die Gesellschaft ist durch und durch des Wahnsinns. Früher ging es noch um Naturschutz. Jetzt wollen sie im Namen des Klimaschutzes Wälder abholzen und das Holz aber dann im Boden nicht nutzen für irgendwas, sondern auch noch im Boden vergraben, sinnlos, wegen angeblichen Klimaschutz. Sie wegen diesem Klimaschutz tun sie die Kühe als Bedrohung, tun die Nahrungsmittelversorgung zerstören, wollen uns mit künstlichem, mit Insektenfraß und Zeug wollen sie uns abspeisen und so weiter. Alles ist auf Zerstörung, auf Katastrophe, auf Zerstörung der Nahrungssicherheit und so weiter. Die Welt, die die Welt regieren, sind von vorne bis hinten, also immer mehr Verrückte, aber auch, wie gesagt, die Wissenschaften werden immer unseriöser, immer ideologischer, immer korrupter, immer unterwanderter. Sie erzählen uns keine Verschwörungstheorien. Aber wenn man mit gesundem Menschenverstand sich diesen Irrsinn anschaut, dann ist alles voller Verschwörungen. Dieser Staat und alles voller Lügenmedien. Ich habe immer wieder die Atlantikbrücke erwähnt. Diese vom CIA gesteuerte Mafia. Es ist so korrupt durch und durch. Deshalb dieser Staat ist so des Irrsinns. Und was im Zuge dieser angeblichen Pandemie, was da alles gelaufen ist.
wo man gar nicht reden darf bei YouTube, ohne gesperrt zu werden. Dieser Staat ist so teuflisch korrupt und des Irrsinns und mafiös durch und durch unterwandert, voller Freimaurer und Teufelszeug. Ja, alles, was diesen Staat heute ausmacht, seine Institutionen und so weiter, aber auch das ist Scheiße, das ist einfach, das muss zumindest, ja, also dieses, wie soll man sagen, das kann man nicht irgendwie sanieren, wieso, wie wenn man jetzt halt eine neue Regierung wählt oder irgendwie und so und dann das Alte hat man abgewählt. Ich habe gesagt, diese Regierung, das sind keine Andersdenkenden mehr wie was vor 30 Jahren, CDU und SPD oder irgendwas. Das sind solche Verbrecher und Verrückte, die kann man, die darf man nicht nur abwählen, die müssen verhaftet werden ins Gefängnis oder in die Psychiatrie. Das ist normalerweise macht man das nicht mit Andersdenkenden. Ich habe immer wieder gesagt, ich habe großen Respekt vor der Rosa Luxemburg und wenn man es heißt, die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenken und so weiter. Und ja, dass man den politischen Gegner irgendwie dämonisiert und Psychiatrie gegen ihn ins Felde führt und solche Sachen, das ist kein guter Stil normal. Normal ist es Andersdenkende und Meinungsfreiheit, ich halte das ganz hoch, aber diese Regierung sind Schwerverbrecher, bestenfalls geisteskranke Schwerverbrecher oder wo mit verminderter Schuldfähigkeit, die man in der Psychiatrie, aber teuflische, korrupte, landesverräterische Schwerverbrecher, die kann man nicht abwählen nur, die muss man einsperren und wenn euch der Verstand zurückkommt, ihr hypnotisiertes Idiotengesindel, dann wird man euch zurückhalten müssen, die Leute nicht zu lynchen. Und das ist unsäglich. Und es, wie gesagt, also nicht Kindergärten oder Schulen oder Krankenhäuser mit Kot beschmieren, auch nicht jetzt Privatleute oder irgendwas. Aber alles, was diesen Staat ausmacht, also wie gesagt, Bundestag, Parlamente, Landtag, aber auch Landratsämter, Bürgermeisterämter, alles, was diesen Staat ausmacht. Dieser Staat ist durch und durch des Irrsinns. Polizeipräsidien, ja, wie gesagt, Gerichte, Justizgebäude, Gerichtssäle, Medienhäuser, und aber auch Kirchen, Rundfunksender und so weiter, auch Kirchen. Ich habe das dann, wie gerade beim Thema Kirchen und so, ich habe das dann im Video erklärt und so weiter, wie das zu verstehen ist. Aber ja, ich werde nicht einfach nur die Weltherrschaft von euch annehmen, ihr Idioten. Ich werde verlangen, dass ihr euren ganzen Staat, eure ganzen Institutionen in Scheiße eintaucht. Versteht ihr? Als reinigenden Effekt. Ihr seid so vom Teufel ins Hirn geschissen, dass es braucht für euch dieses Bewusstsein, ja. Und ich sag mal, wenn ihr euren ganzen Staat mit Scheiße beschmiert habt, dann wird sich da in euren verfluchten Dreckshirnen etwas zum Besseren wenden, denke ich mal, ja. Also, das habt ihr auch noch nicht gehört. Da ist ja auch wohl noch keiner drauf gekommen. Versteht ihr? Nicht. Da denkt man, Mensch, ich müsste ja so froh sein, ist ja unvorstellbar, dass ihr überhaupt mal mir die Weltherrschaft geben würdet.
Aber wenn es mal in die Richtung ginge, dann müsst ihr ja so froh und dankbar und sein und müsst euch ja so in den Arsch kriechen. Blödsinn. Ich nehme von euch die Weltherrschaft gar nicht an, so mir nichts, dir nichts, sondern ich verlange von euch zuerst mal, dass ihr euren ganzen Staat in Scheiße taucht. Versteht ihr? Als Ausdruck, weil einer Erkenntnis über euren geistigen Zustand. Ihr seid vom Teufel ins Hirn geschissen. Ihr seid geisteskranke, ihr seid hypnotisierte, verrückte, dekadente, eine Saubande als Gesellschaft. Also, und das ist doch eine interessante Sache. Also, wie gesagt, das ist ein Trailer. Und ich werde alles Mögliche sagen. Aber, wie gesagt, dieser Trailer, der geht... diese Langversion, die zieht sich etwas dahin. Aber das ist eine unterhaltsame Sache, die sich weiter hinten im Video dann ergibt. Ja, ich werde euch, erst habe ich gesagt, die ganze Menschheit. Ich sag mal so, ich werde die Regierungen der Menschheit, aber dazu zwingen, ihren Staat mit Scheiße zu beschmieren. So, aber es macht für mich keinen Sinn, jetzt was weiß ich, in Ecuador oder in Bangladesch irgendein Bürgermeisteramt mit Scheiße beschmieren zu lassen. Das ist zu weit weg und da kenne ich mich nicht aus und so. Auf UNO-Ebene, ja, hat die ganze Menschheit eigentlich, soweit ich es weiß, versagt. Aber auch Russland hat viele mit diesem Klimaschutz-Scheiße da weiß ich kein Land, wo da wirklich, sag ich mal, durch Vernunft aufgefallen wäre und aus dem ganzen Irrsinn ausgebrochen wäre. Da haben sie eigentlich alle mehr oder weniger mitgemacht. Wenn natürlich auch der Westen viel verrückter ist als Russland zum Beispiel oder so. Aber ja. Und das einfach. Es finde ich doch eine unterhaltsame Pointe oder so ein Treppenwitz noch so nebenher, dass ich wenn man denkt, ja, es ist schon unvorstellbar, die Weltherrschaft zu denken, aber ich werde sie nicht mal antreten oder annehmen, ohne euch vorher den Befehl zu erteilen, und wenn er nicht annimmt, dann war's das, dann gibt's keinen Weltführer, versteht ihr? Ich erteile euch, den Völkern auf einer gewissen UNO-Ebene und Deutschland bis hinunter zu den Amtsgerichten und so weiter insgesamt. Ihr seid ein dekadenter Sauhaufen. Nichts von euch ist seriös. Versteht ihr? Stellt euch das mal das Ganze vor. Die ganzen Leute, die heute in dieser Gesellschaft etwas vorstellen, stellt euch, was weiß ich, stellt euch die IHK vor, bei einer Veranstaltung, wo die ganzen seriösen Leute, die ganzen Firmenchefs und so und dies und Wissenschaftler und die sich alle irgendwie seriös vorkommen. Aber schaut man genauer nach, wie sie sich zum Beispiel beim Thema Klimaschutz positionieren, sind sie alles Verrückte. Ihr seid alles von Freimaurern und verrückten Teufeln geistig überwundene Schwachköpfe. Nichts an euch ist seriös. Ihr kommt daher in irgendwelchen Anzügen und spielt hier was vor von Seriosität. Die gibt's nicht. Ihr seid Schwachköpfe. Ihr seid vom Teufel ins Hirn geschissene Schwachköpfe. Ihr seid ein Sauhaufen. Man muss euch zerschlagen. Ich kündige an, eure Gesellschaft
alles, was für euch irgendwie seriös, woran ihr eure Seriosität festmacht und was euren ganzen Dünkel, ich werde alles zerschlagen. Wenn ich mit euch fertig bin, dann seid ihr ein Sauhaufen von geistigen Hosenscheißer, die eine Babysitterkratie brauchen. Versteht ihr? Ich werde alles in diesem Staat zerschlagen. Nicht diesen Staat. Nicht jetzt zum Beispiel Krankenhäuser, der Stromabsteller und alles zerstören oder so. Blödsinn. Nein, ich werde euch hegen und pflegen und werde euch das, was ihr kaputt macht, werde ich wieder aufbauen, ihr Idioten. Aber ich werde nicht das Gute kaputt machen. So ist es nicht gemeint. Nicht den Staat kaputt machen, damit keine, was weiß ich, damit es keinen Strom mehr gibt. Ihr seid da dran schuld, dass er alles an die Wand fährt, die Energieversorgung und so weiter. Hinten und vorne macht er alles kaputt. Nein, ich werde diesen Staat wieder aufbauen. Aber euren Dünkel, eure Gesellschaft, eure Institutionen, eure korrupten, freimaurerischen Teufelsorganisationen, eure Drecksmedien, eure verfluchten Drecksmedien, eure hoch- und landesverräterischen Drecksmedien, eure unterwanderten, mafiös unterwanderten Pseudowissenschaften, all diesen Dreck werde ich zerschlagen. Ich werde und auch die Kirchen werde ich ins Visier nehmen. Ich werde nicht euch was weiß ich, wie der Teufel jetzt da Christenverfolgung. Nein, aber ich werde euch mit Worten angreifen und dann wird man sehen, wer wird Buße tun und als Zeichen eurer Buße werde ich auch von Kirchen erwarten, dass sie ihre Gebäude nicht jetzt irgendwie, was weiß ich, wie, wenn sie irgendwo ein Kreuz haben, das mit Scheiße beschmieren. Nein, nicht jetzt religiöse Symbole schänden oder irgend sowas. Ich sage ja nicht, dass es jetzt da. Ich bin jetzt nicht ein Ding, jemand, der jetzt Kreuze irgendwie als notwendig oder was, der sagt, man braucht jetzt ein Kreuz in der Kirche, aber ich bin auch niemand, der das jetzt bekämpft und schänden will. Nein, nicht so ist es gemeint. Es nicht religiöse Symbole schänden, aber wo könnte man denn Scheiße an die Eingangstüre oder an irgendwo hin, an die Gebäudewand? Das werde ich dann noch im Detail entscheiden, wo ihr die Scheiße hinzuschmeißen, zu schmieren habt. Es soll ausdrücken, dass ihr ein hirnverschissener Sauhaufen seid. Die Kirchen haben total versagt im Humanismus. Sie haben sich total, sie haben sich unterwandern lassen. Sie haben ihren, auch, sagen wir, von der Psycho- und Sozialwissenschaften, wenn man es jetzt nicht die letzten Jahre mit der Pandemie oder so nur betrachtet, sondern über einen längeren Zeitraum, ihr habt so getan, als ob die Psycho- und Sozialwissenschaft und Geisteswissenschaften, als ob da im oder allgemein von der Wissenschaft, als ob das neutral und objektiv sei oder unter so Sachen wie Menschenrechte, dem habt ihr mit der Zeit mehr Autorität zugemessen, dem Gedanken der Menschenrechte als Gottes geboten. Und ihr habt euch vom Humanismus total überwinden lassen. Ihr seid ein gottloser Sauhaufen im Großen und Ganzen. Und als Ausdruck dessen, was ihr für ein gottloser Sauhaufen seid, müssen eure Kirchtürme und eure Gebäude und eure Gebäudewände, mit einer symbolischen Botschaft versehen, mit Scheiße beschmiert werden. Ja,
Aber nicht, dass jetzt die Moslems sagen, oh, jetzt wollen, da haben wir uns schon lange drauf gefreut, jetzt können wir die Kirchen irgendwie mit Scheiße beschmieren und wenn wir sie dann noch nebenher anzünden, das wird dem Weltführer dann auch gefallen. Blödsinn. Nein, nicht andere sollen nicht die Kirchen anderer beschmieren, sondern ihr sollt es selber entscheiden, dass ihr euch auf den Befehl des Weltführers selber dafür entscheidet, ja, eure eigenen Kirchen als Ausdruck eurer Selbsterkenntnis mit Scheiße zu beschmieren, ja. Wie gesagt, Gerichte, Parlamente, alles wird in diesem Staat mit Scheiße beschmiert durch euch selber. Ich werde diesen Staat, diese Nation in Grund und Boden vernichten. Aber nochmal, nicht etwas Gutes vernichten, sondern ich werde den Irrsinn dieses Staates in Grund und Boden vernichten. Aber ansonsten diesen Staat wieder aufbauen, ihr verrückten Geisteskranken. Ich werde eine Nahrungsversorgung sichern. Ich werde das Gesundheitswesen sichern. Ich werde wieder sage ich mal, ein normales, man hat ja die Krankenhäuser zerstört, diese dezentralen, normalen, auch kleineren Krankenhäuser, wie es diese vor 10, 20 Jahren noch gegeben hat, hat man immer mehr zerstört in immer größere Einheiten und Medizinfabriken und Hochleistungsmedizin. Nein, sondern wie soll man sagen, das auch zum Beispiel für Schwangere oder für diese Dingsstationen, wo man Kinder bekommen kann und so weiter, das ist ja einfach besser, das hat man dezentral, da hat jeder kleine, so mittlere Ort hatte da ein Krankenhaus und so, und das ist nicht besser geworden. Das ist, ich sag mal, Herztransplantationen und irgendwelche Sachen, wo unheimlich teuer sind. Darauf diese Hochleistung Supermedizin für irgendwelche verrückten Fälle, wo man Leute jetzt noch mit irgendwelchen ungeheuren Kosten und Maßnahmen jetzt noch da am Leben halten kann und so weiter. Das wird irgendwie ausgebaut, aber diese normale Grundversorgung, ja, auf jeden Fall, ich will jetzt nicht zu viel über Krankenhäuser, aber dieser Staat war vielleicht um das Jahr 2000, da ist vieles gekippt, danach gab es immer auch Schwimmbäder zum Beispiel, früher gab's mehr Schwimmbäder, die Kinder konnten schwimmen und so weiter, und das ist jetzt ein Detail, jetzt tue ich mich jetzt wieder hier in Details, aber ich sage einfach, ich habe nicht vor, wenn das heißt, diesen Staat werde ich vernichten, ich werde eure Institutionen zerstören, angreifen, vor allem eure Medien und eure Politiker und so weiter. Ich werde alles, was ihr heute das meiste, woran ihr heute eure Seriosität festmacht, versteht ihr? Eure Seriosität, die ist verbunden mit Geisteskrankheit. Diese Politik in diesem Bundestag, na, da uns da reden sie von der Würde des Hauses oder irgendwas, ist alles verlogen. Ihr seid ein dekadenter Sauhaufen. Ihr seid ein Sauhaufen. Nichts ist seriös bei euch in eurem Dreckstaat mehr, in eurer Dreckspolitik. Eure Justiz sind vielfach korrupte
Satansbraten, Schwerverbrecher, Justizschweine, Justizbastarde, wie ich sie zuhauf kennenlernen musste und so weiter. Und ja, alles verlogen und korrupt und ja, das muss alles zerschlagen werden. Eine kriminelle Polizei im Dienste von Teufelsanbetern und verrückten, geisteskranken Verbrechern, Mafiosi. Ja, das ist nichts, was, also in diesem Dreckstaat ist durch und durch verlogen, korrupt und, durch und durch von Irrsinn durchsetzt. Da ist nichts, was, wo irgendwie, also die ganze Seriosität, was die sich einbilden, das ist nur Dreck und wird von mir, wenn ich die Möglichkeit habe, total zerschlagen. Nochmal, dieser Staat und seine Institutionen müssen sich selbst mit Scheiße beschmieren. Ja, sonst, also einen Dings mit mir als Weltführer, einen Frieden, irgendwie etwas nach vorne schauen. Um nach vorne zu schauen, werdet ihr eure, ja, auch Polizeipräsidien, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Parlamente, ihr werdet es mit Scheiße beschmieren. Oder es wird ihr selbst, versteht ihr? Oder natürlich, ich sage mal, ob jetzt ein Polizeipräsidium mit Scheiße beschmiert wird, entscheiden nicht die Polizisten, sondern das Volk. Wenn das Volk sagt, ja, der Weltführer hat recht, wir sind zu einem dekadenten Sauhaufen verkommen und auch die Polizei dient nicht mehr dem Volk, sondern korrupten Dreckspolitikern, und muss reformiert werden, dann werden auch die Polizeipräsidien mit Scheiße beschmiert, ob sie zum Polizeipräsident gefällt oder nicht. So, das entscheidet dann das Volk, ja. Und was Kirchen angeht, ja, da entscheiden das dann die jeweiligen Kirchengemeinden. Und wenn sie sich weigern, ihr Gebäude mit Scheiße zu beschmieren, dann haben sie den Weltführer gegen sich. So. Also sie können Einspruch einlegen, dann wird der Weltführer schauen. Zum Beispiel, ich habe es im langen Video erwähnt, jemand wie dieser Jakob Czarnke oder wie hat er geheißen. Nochmal, ich habe mit dem Kontakt ich bin mit dem nicht zufrieden, wir sind keine Freunde, wir sind nicht irgendwie so Dings, aber ich anerkenne, der Czarnke ist, der hat sich wirklich gegen Missstände mutig gewandt. Bei allen Unterschieden, die wir haben, Leute wie der Czarnke und auch dieser Olaf Latzl, der hat auch, mit dem bin ich auch persönlich, wir sind kein gutes Verhältnis. Aber ich anerkenne, der hat sich gegen Missstände im Staat gestellt, wirklich, und hat was auf der Deckel bekommen dafür, ist dafür verfolgt worden. Und da sage ich, okay, müssen alle nicht perfekt, aber das anerkenne ich. Mit dem Olaf Latzl seine Gemeinde, die muss keine Scheiße an sich, an ihre Türe schmieren. Und die Gemeinde von dem Jakob, oder wie er heißt, Czarnke auch nicht. Also, die Kirchen und so, die, oder auch sonst, die dürfen Einspruch erheben. Ich sag, die Regel lautet, ihr seid ein Sauhaufen, dekadenter Sauhaufen, und ihr, als Zeichen eurer Buße und eurer Unterwerfung unter den Weltführer, habt ihr gut dokumentiert, nicht einfach so, ja, wir ein bisschen da, wir haben ein bisschen was irgendwo hingeschmiert. Nein, da machen wir eine schöne Zeremonie draus und das halten wir gut fest im Video und so weiter, wie ihr eure Kirchengebäude mit Scheiße beschmiert. Und ja,
Aber ganz klar, es gibt Leute, die brauchen es nicht. Die können sich dann melden und sagen halt, wir möchten hier was vortragen. Wir denken, dass es bei uns nicht angemessen wäre, dass wir unser Kirchengebäude mit Scheiße beschmieren. Und dann dürft ihr vortragen, was habt ihr gemacht in den Jahren der Pandemie und auch sonst beim Thema Klimairrsinn und so weiter. Wie habt ihr euch mit dem gesunden Menschenverstand in den Zeiten dieses Irrsinns verhalten? Und je nachdem schauen wir dann, ja. Aber die Regel ist, ich werde diesen Staat vernichten. Aber nochmal, das klingt so bösartig, so destruktiv. Nein, dieser Staat ist des Teufels. Diese Gesellschaft, diese hirnverschissene, freimaurerisch, total unterwanderte und beherrschte Idiotengesellschaft muss zerstört werden, der Lächerlichkeit preisgegeben werden, aber ansonsten muss das Volk wird gesegnet sein durch den Weltführer, weil der Weltführer an allen Ecken und Enden praktisch diese Zerstörung, die diese Teufel über die Menschheit bringen, aufhalten wird. Der Weltführer wird euch das Leben retten. Über euch ist eine Vernichtung, eine Zerstörung, eine Ausrottung, praktisch eine Bevölkerungsreduktion geplant, und der Weltführer wird euch das Leben retten, ihr Dummköpfe. Aber dafür wird er euch vorher in den Arsch treten und wird Buße verlangen. Und so wahr mir Gott helfe, wenn mir Gott hilft, wenn Gott hinter mir steht als Weltführer, dann werdet ihr Idioten euer Land in Scheiße tauchen. So wie es, ihr werdet dann öffentlich zum Ausdruck bringen, den inneren Zustand, den inneren geistlichen Zustand dieser Gesellschaft. So, also das ist doch noch ziemlich unterhaltsam, finde ich. Und damit das nicht untergeht in diesem langen Video, jetzt ist schon wieder ein 40-minütiges Video draus geworden, ja. Ja, okay. Also, gut, was soll man sonst noch sagen? Klar klingt das verrückt, aber ich sag mal, was würdet ihr machen, wenn er Weltführer wird? Ich sage ja nicht, ich bin jetzt heute Weltführer und so und so. Ich habe eben ein bisschen laut nachgedacht, was wäre wenn? Und das hat sich eben ergeben aus ein paar Sachen. Und das kommt dann in dem langen Video. Ja, okay. Und wenn es nicht realisiert wird, ja, dann ist doch aber zumindest ein lustiger Gedanke. Na, war es halt Satire. Na, ist doch lustig. Das ist doch etwas, das müsst ihr doch wirklich zugeben. Wenn jetzt jemand in die Chance hätte, Weltführer zu werden, dann würden doch andere Leute ganz andere Prioritäten setzen, als sich auch noch Feinde zu machen, indem man die ganzen Leute zwingt, alle mächtigen Leute, alle, die irgendwo Ding sind, würde ich ja in irgendeiner Funktion, die Wirtschaftsführer, die Firmenchefs und so weiter, die Wissenschaftler, die Politiker, die Juristen, die Justiz, die Richter und so weiter, die Journalisten, die Medien, alle einflussreichen Institutionen und alle einflussreichen Leute würde ich ja mir zum Feind machen. Ich würde ja alle demütigen. Ich würde ja alle Leute, die sich irgendwie mächtig fühlen und mächtig sind, würde ich ja demütigen. Wie soll das eine erfolgsversprechende Strategie sein? Für jemand, wenn er durch glückliche Umstände praktisch große
öffentliche Anerkennung bekommen würde und so weiter, stellt man sich das vor. Aber dann es so zu verwenden und sich alle Mächte, die irgendwo mächtig sind, eine gewisse Macht haben in der Gesellschaft, sich alle irgendwie zum Feind zu machen, potenziell, ja, sie zu zwingen, sich selbst lächerlich zu machen, sich selbst irgendwie zu degradieren und als Idioten darzustellen und mit Scheiße rumzuschmieren. Also, wer würde so irgendwie ticken? Das ist doch schon mal überhaupt mal die Vorstellung. Versteht ihr? Das ist doch etwas, oder denkt ihr, ihr werdet je in eurem Leben überhaupt an den Gedanken gestoßen? Versteht ihr? Mit mir kommt ihr an Gedanken ran, die sonst für euch unvorstellbar sind. Das ist etwas, das könntet ihr nicht mal denken. Von nirgendwo würden diese Gedanken überhaupt zu eurem Hirn kommen, dass es überhaupt sowas vorstellbar ist. Versteht ihr? Das müsst ihr mal, das ist eine ganz neuer Aspekt von unterhaltsam, dass etwas unterhaltsam ist, sage ich mal. Das sind Gedanken. Bei mir stoßt ihr auf Gedanken, auf die würdet ihr in eurem ganzen Leben niemals stoßen. Von nirgendwoher würden solche Gedanken an euer Hirn dringen. Von nirgendwo würdet ihr das hören. Oder dass es das überhaupt gibt. Versteht ihr? Also, bei mir wird euch schon was geboten. Ja, also, als Trailer. Und jetzt, der Trailer ist auch schon 46 Minuten. Soweit da.